Keine Werbung von draußen gemacht, was hier los ist. Lautsprecheranlage, in Halle sowieso. Ich denke, die Ausgänge sind gut, dass es überall kann. Das ist der Bereich ist natürlich günstiger, der steht im Publikumsverkehr. Ja. Aber jetzt kann ich mir ziemlich sicher sein, hier sind die interessiert. Mhm. Ich habe auch schon einen Solo-Vortrag vor einer einzigen Dame gehalten. Das macht jetzt gar nichts. Das machen wir. Mhm. In meinem Vortrag geht es ausdrücklich um ein Plädoyer für Wasserpflanzen. Deshalb für Wasserpflanzen, weil man häufig in angelegten Gartenteichen, zu denen wir dann gebeten werden, gar keine Pflanzen vorfindet. Auf die Frage an die Besitzer, warum sind hier keine Pflanzen im Teich, häufig die Antwort kommt, der uns das angelegt hat, hat gesagt, Pflanzen sind nicht mehr in. Ich vertrete genau das Gegenteil und sage, Pflanzen gehören in einen Gartenteich ein. Es war ganz egal, was für einen Teichtyp sie haben, denn sie haben darin nicht nur den optisch-ästhetischen Nutzen, sie haben auch einen anderen Nutzen. Das ist also das Thema, der Nutzen von Wasserpflanzen im Gartenteich. Sie haben nicht nur einen Nutzen, sie bieten auch Vielfalt. Sie bieten vor allem den Arten Vielfalt. Ob Sie nun einen Teich rein für Amphibien haben, Molche, egal welche, Salamander, Unken und so weiter, oder ob Sie die anderen Bereiche der Lebewesen, wie zum Beispiel Wasserasseln und Wasserkäfer, was auch alles da alles noch so rumschwirrt haben, oder es geht auch um die Vielfalt der Pflanzen und sehr zur Freude Ihrer Nachbarn haben Sie, wenn Sie Teiche haben, auch im Regelfall diese Vertreter. Nicht genau die kommen aus Südamerika, aber das, was bei uns heimisch ist, Frösche, die haben sie. Die Kröten kommen jetzt so langsam und wenn die weggegangen sind, dann haben sie später die Frösche. Wenn Sie einen Teich mit einem Fischbestand haben, dann haben Sie unweigerlich, in den meisten Fällen jedenfalls, eine Filteranlage. Ganz gleich, welchen Filtertyp und in welcher Dimension Sie das auch immer haben. Filter haben eine mechanische Stufe, das heißt, sie nehmen große Sedimente, Blätter und all solche Dinge weg. Und sie haben eine leichte biologische Stufe, das sind Filter hier meistens so die Endstufe. Sie sind in ihrer Biologie aber nicht so, als würden sie Pflanzen im Teich haben. Und ein Filter kann nicht alles rausnehmen aus dem Wasser, was eine Wasserpflanze rausnehmen würde. Sie sehen hier Fische in einer ziemlichen Größe, diese Tiere sind so von 30 bis 65 cm und Sie sehen, da drin sind auch Pflanzen, also beinahe untypisch in einem Koi-Teich Pflanzen. Das ist ein Ausschnitt aus meinem Teich. In diesem Teich sind Pflanzen im Teich selbst und sie sind auch ganz bewusst so gesetzt, wie Karpfen sich eigentlich im freien Gewässer verhalten würden. Auch wenn die Koi Hochzuchttiere sind, mehr oder weniger, sie sind Cyprinus, sie verhalten sich also immer noch wie Karpfen. Sie gründen und sie wollen auch durchs Gewächs durchgehen, um sich mal Parasiten vom Leib abzustreifen oder überflüssigen Schleim. Die Hauptarbeit in meinem Teich leistet ein großer Filter, selbstverständlich, aber da hinten angrenzend können Sie das sehen. Das ist ein Pflanzenfilter. Ein Seerosenbecken und ein Becken mit großen Kalmus- und Schwertlilienarten, also Pflanzen, die sehr stark zehren. Da kommen die Fische allerdings auch nicht dran. Und Sie sehen hier unten einen grünen Folienboden. Dieser Teich hat 52.000 Liter, hat eine 7 Kubik Filteranlage, mechanisch-biologisch, und geht dann in eine 3 Kubikmeter Pflanzenfilteranlage über. In diesem Teich gibt es einen leichten Algenbewuchs, und zwar immer nur genau dahin. Im Teich vorne nicht, weil der Transport der Stickstoffe in den Pflanzenbereich hineinkommt und dort zehren die. Sand? Da ist ein spezielles Gemisch aus Sand, also aus Estrichkies, einem sehr scharfen Sand mit kleinen Steinen. Estrichkies, nicht den fertigen mit Zement, sondern aus dem großen Baustoffhandel, aus diesen großen Schüttmulden. Lotsand mit kleinsten Steinen in der Körnung 0 bis 8 und hellbrauner Lehm. Wenn man die Verhältnisse nimmt, da kommt jetzt gleich noch drauf, auf einen 10 Liter Eimer Sand eine Handvoll Lehm eingerieben, dann bindet das darin enthaltene Eisen das Phosphat. Das machen die Pflanzen. Also im Gegensatz zu den Filtern, die das alles nicht machen können, binden sie Ammonium im Wasser liegen, Ammonium und Ammoniak, Ammonium als Bindeteil, etwa zu gleichen Teilen vor. Ändert sich der pH-Wert, ändert sich dieses Verhältnis. Solche Dinge werden die Filter im Allgemeinen nicht binden. Sie haben zwar in einem Filter eine sogenannte Nitrifikationsstufe, das heißt,
Nitrit wird durch Sauerstoffausschluss rausgenommen und später müssen die Bakterien hohen Sauerstoff dazu bekommen, dass sie wieder ausreichend futtern können. Also die Keime und Bakterien aus dem Filterwasser rausfressen, die wir dort nicht haben möchten. Der Regelfall ist aber, dass entweder in den Filtern der Sauerstoffausschluss in der Stufe nicht geschieht, weil der Filter darauf nicht ausgelegt ist, oder es ist zu klein, oder häufig wird das Wasser mit zu hoher Geschwindigkeit dann durchgeschickt, sodass sie gar nicht die Chance haben, das da rauszuholen, was sie eigentlich rausholen sollten. Fette aus dem Futter werden besonders hier rausgenommen. Im Filter würden sie eher schaden und nicht aber keine Nutzen. Die Pflanzen können das aufnehmen. Alles, was man an Dünger da reinbringt, aus Fütterung der Tiere, die Ausscheidung aus Urin, also Harnstoffe und Stuhl letztendlich, und aus das letztendlich, was von den Pflanzen als Abfallprodukt runtergeht, was bei den Pflanzen stirbt, dort wo etwas lebt, muss auch etwas vergehen, das setzen sie letztendlich wieder um. Und wenn die Verhältnisse stimmen, also Wasservolumen zu dem, was eingetragen wird und zu dem, was an Pflanzen und Filtertechnik da ist, dann funktioniert das auch ganz gut, ohne dass der Mensch eingreifen muss. Pflanzen und vor allem die richtigen Pflanzsubstrate können das Phosphat, einen der Nährstoffe, der Treibstoffe für Algen, das können sie binden. Wobei das Phosphat nicht immer das Ausschlaggebende ist, sondern das darin enthaltene Phosphor. Das ist eigentlich viel wichtiger, das können wir nur alle zusammen nicht messen, das geht nur über Laboranalysen. Sie haben im Gegensatz zu den Filtertechniken an Pflanzen, wenn sie ausreichend davon im Teich haben, eine sehr, sehr hohe Besiedlungsdichte an sogenannten sessilen Bakterien, also alles, was da draußen wohnt. Und der Regelfall ist, dass diese Pflanzenlebewesen, diese Bakterien, sehr nützlich sind. Sie spalten unglaublich viele Stoffe aus dem Wasser ab und ernähren sich auf diesem Weg. Auf der anderen Seite sterben sie natürlich und bilden wieder einen Stickstoffkreislauf. Wenn Sie in einem Teich eine ausreichende Menge Wasserpflanzen haben, anstelle von Algen, dann haben Sie auch im Regelfall einen stabilen pH-Wert. Das hängt zusammen mit der Photosynthese, mit der Aufnahme von elektrischer Spannung, H+-Ionen, so weit will ich aber nicht gehen. Im Wasser ist ein großer Kreislauf und dieser Kreislauf hält sich im Allgemeinen aus eigenem Antrieb stabil. Wasserpflanzen können in jedem Teich vorhanden sein. Sie sehen hier einen Teich, einen typischen Keulteich, da sehen Sie ihn fertig. Und Sie können hier an den Rändern Pflanzstufen erkennen. Da sind Pflanzen eingesetzt in Pflanzkörben mit diesem Substrat Estrich, Kies und Lehm. Diese Pflanzen sind alles dickfleischige Pflanzen, sodass die Karpfen sie nicht zerschreddern können. Sie fressen sie nämlich sehr gerne. Unter Wasserpflanzen könnten Sie in dem Bereich im Allgemeinen nicht einsetzen. Die Karpfen fressen das auf. Das ist also vor dem Füllzustand der Rohbau mit Pflanzen. Das ist im Mai eines Jahres gewesen und das war im Juli des gleichen Jahres. Ja, einzig und allein die Tatsache, dass ein richtiges Substrat gewählt wurde, ohne Dünger und dass es die Verhältnisse im Teich richtig sind, habe ich dann diese Vegetation. Das ist die gleiche Vegetation da hinten, hier nochmal im Ausschnitt. Und wenn Sie das, vielleicht können Sie es erkennen, da liegt etwas Schwarz-Weißes drin. Sehen Sie das? Das ist so ein 45 cm großer Keul. Der freut sich, wenn er sich in seine Pflanze legen kann. Das macht aber auch ein Goldfisch und alle Formen der Goldfische machen das. Und auch im Prinzip jeder andere Fisch. Schleien eher nicht, das sind eher solche, die so ein bisschen heimlich unterwegs sind. Teichränder so ein bisschen mehr unten. Man bietet den Tieren damit auch letztendlich ein stressfreies Leben, weil viele Teiche sind sehr nackt. Und wenn wir an die Teiche herankommen, die sehr nackt sind, dann kann es auch passieren, dass selbst die zahmen Fische sich erschrecken. Und wir wissen ja nicht, ob der Fisch uns zu jeder Zeit sehen will. Vor allem der Reiher. Der auch. Ja, man muss aber bei den Bepflanzungen aufpassen, dass man ihnen nicht ausreichend Landezonen bietet. Sie sehen dahinter einen kleinen Metallzaun. Dieser 60 cm hohe Zaun schützt meinen Teich vor dem Reiher. Der war vorher nur 20 hoch, so 25, da ist er raufgegangen, hat sich schräg auf die Steine gestellt, also den Moos zur Seite, und hat mir dann zwei von denen rausgeholt, die ich gar nicht vermissen wollte. Dann habe ich ihn höher gesetzt, dann kam er zurück, hat sich das angeguckt und hat gesagt, okay, hier geht's nicht. Zwischendurch kommt er wieder, haut aber unverrichteter Dinge ganz einfach ab. Der Zaun stört ihn, der kommt über Knie und Brusthöhe nicht darüber. Und er fliegt nicht drüber. Ich bin umgeben von mindestens 7 Teichen der Nachbarschaft. Die haben alle Freude. Ich auch, ich sehe ihn wegfliegen. So, und hier können Sie diese gleiche, also dort der Aufbau, erstes Jahr, erste Vegetationsperiode,
stressfreie Ruhezone für Keulen. Und hier sehen Sie das noch einmal in der Nahaufnahme. Der Wasserstand, in dem diese Pflanze steht, beträgt genau 55 cm. Und das ist ein geschweißter Folienteich mit einer 1,4 mm starken Folie. Da sehen Sie keine Algen. Der Teich wird mit einem bestimmten natürlichen Produkt gepflegt. Und das sorgt auch dafür, dass der Algenbestand auf den Folien gar nicht erst groß zur Entwicklung kommt, wohl aber im Pflanzenteich. Wenn Ihnen, wir müssen noch mal gucken, gelegentlich sagt man, Mensch, bei den Wasserpflanzen ist ja alles nur grün, das ist richtig. Wasserpflanzen sind fast immer nur grün. Und dann ist es schwierig, den Rand zu gestalten. Dann ist meine Empfehlung immer die, dann schalten Sie den Hintergrund, gestalten Sie den anders, dann vergeht Ihnen, also dann ist der Blick für das nur Grüne auf einmal verschwommen. Es geht hoch in das ansteigende Umfeld. Und das kann ja nun wirklich ganz individuell und ganz ansehnlich gestaltet werden. Dann hat man nur grüne Blätter weg. Wasserpflanzen ziehen sich übrigens auch früher zurück als Landpflanzen. Was hier im Teich geschieht, trotz Wasserpflanzen und im Hintergrund, das können Sie nicht sehen, ist ganz einfach, das Wasser blüht. Das passiert im Jahr zwei, drei, viermal. Das kann jetzt in der nächsten Zeit schon wieder anfangen. Der Winter war ja warm genug. Im Wasser hat es also weitergearbeitet. Und vor allem alle Nährstoffe, die da drin sind, und auch der in der Luft gelöste Stickstoff, die sorgen dafür, dass die Wasserblüte also mit Kieselalgen nun beginnen kann. Das ist ein reiner Schwimmteich. Und die Pflanzen hinten am Rand haben für den Teich, also für die Ökologie, keine Bedeutung. Sie zehren nichts raus, sie sind zu weit weg. Und die ganz hochwertige Filtertechnik, die dahinter steht, kann das nicht leisten, dass dieser Teich wieder klar wird. Diese Algen sind so fein, dass man sie durch einen Kaffeefilter nicht bekommt. Das haben wir da ausgetestet. Da ging es also um Sauerstoff. In diesem Teich war zu wenig Sauerstoff und der Teich hatte auch Stillstandstellen in bestimmten Bereichen. Wir haben dann größere Tellersprudler, so 30 cm Durchmesser gewählt und haben diesen Teich mit 600 Litern Luft pro Minute. Da blubbert nichts, sondern das muss sehr fein eingestellt sein, belüftet und gleichzeitig in die bestehende UV-Anlage eine 75 cm lange UV-Strecke eingebaut, wo das Wasser wirklich dran vorbei muss und nicht in einen Bypass geschaltet wird. Ich habe das andere Bild dafür jetzt nicht da. Nach 10 Tagen war der Teich geklärt. Der Besitzer musste aber den Bodengrund freisaugen. Er hat zwar einen Bodenablauf, aber das gesamte Sediment, das dann stirbt, bekommt er nicht weg. Das muss rausgesaugt werden, weil sonst haben Sie den Treibstoff für die nächste Generation schon als Vorrat unten auf dem Teichboden. Das müssen Sie immer wissen. Das hier sind Pinselalgen als Farbennester. Und das ist auch wirklich so gemeint. Sie dürfen davon ausgehen, wenn Sie diese Farbenalgen oder auch ein paar andere, aber nicht so Riesengebilde haben, dass Sie dann im Prinzip eine gute Wasserqualität haben. Denn diese Algen bilden sich nur in einem guten Milieu, sonst kommen die nicht. Das ist so. Von daher sage ich auch immer, wenn Sie an den Teichrändern so geringe Aufwüchse haben, zwischen 5 und 10 cm, und wenn die das so als Fahne rumschwirren, sie zu beseitigen, der überwiegende Grund dafür ist ein ästhetisch-optisches Ereignis. Ein funktionelles ist es nicht. Deshalb sage ich ruhig immer, lasst es ruhig. Wenn Sie dann zu lang werden, dann kann man sie mit Bambusstab aufdrehen. Man sollte die nicht, manche gehen an den Teichrändern vorbei und scheren sie so ab. Das ist nicht gut, weil dann haben Sie alle Sporen der Algen im Wasser und dann vervielfacht sich das Ereignis neuer Algenwachstum. Wenn Sie mit einem Produkt an diese Algen herangehen, dann müssen vorher die Wasserwerte, mindestens die Carbonathärte, die Puffer, den pH-Wert, die muss stimmen, weil es sonst Schwierigkeiten im Teichgefühl gibt. Also entweder geht der pH-Wert deutlich nach oben, auf 9 bis 10, was zur Verbrennung führt, oder geht nach unten, das kann zu Verätzung führen, wenn Sie Fischbestände haben. Bei den Wasserpflanzen muss vorrangig ihr Nutzen angeschaut werden und nicht die Schönheit. Bei den Wasserpflanzen haben sie überwiegend weiß, ein bisschen rötlich, lila, dann kommt gelb und dann ist schon nichts mehr. Bei denen, die wirklich einen Nutzen haben, die am Rand stehen, haben auch nochmal andere Blütenfarben und sind auch bunt, die Autorien zum Beispiel. Aber im Allgemeinen sieht es an einem Teich so aus. Das finde ich aus meiner Sicht ist eine der schönsten an meinem Teich. Das ist die japanische Iris Insata Diamant. Sie sieht wirklich genau so aus und hat einen wunderbaren Schlund. Sie hält ungefähr 3 Wochen.
Und da sind zum Beispiel, das kann man auch machen, wer so ein bisschen aus dem Bereich der Homöopathie bewandert ist. Es gibt auch heilende Pflanzen, die im Wasser stehen. Oder Salatpflanzen. Das hier ist zum Beispiel das Pfeilkraut. Und dahinter, das kann man nicht so gut sehen, steht der Froschlöffel. Kennen Sie die Froschlöffel? Vermutlich. Hat ja im Allgemeinen diese Wuchshöhe. Und dann kommt der Stängel aus der Blattachse raus und dann kann er so hoch werden. Bei mir ist der Froschlöffel in seiner Blüte 2 Meter hoch. Das liegt nicht daran, dass ich ihn so getrieben habe, sondern es liegt daran, dass er einen Filter gab und da steht er, dass er da die Stickstoffe bekommt. Das ist genauso, ich könnte die Hornspäne unter die Füße werfen, das wäre der gleiche Effekt. Der zieht mir das alles raus. Ja, runter. Bei der Auswahl von Wasserpflanzen sollte deshalb also genau nach dem Nutzen gucken und nicht so sehr nach der Schönheit. Seerosen in einem Teich sind keine Probleme, auch in Keuteichen nicht. Das relativiere ich, aber es gibt manche Keupopulationen, die fressen alles. Die Seerose, die Sie da sehen, ist eine kanadische Gladstonia. Ich bin oft in Kanada gewesen dienstlich und dort kommen die aus 2 Meter Tiefen raus. Die Stängel sind etwa kleinfingerdick und die Blätter sind relativ groß und das Ganze ist dickfleischig. Das mögen Karpfen nicht so richtig, da kommen sie mit den Raspelzähnen nicht ran. Die lassen sie im Allgemeinen in Ruhe. Die gelbe hier ist eine sogenannte Mummel, eine Nuva Advenia, kommt auch aus 2 Meter Tiefen hoch, ist sehr stark zehrend. Wenn Sie sie flacher setzen, so um 50, 60 cm, dann bildet sie die Blätter wie in asiatischen Gärten, dann zieht endlich so hoch aus dem Wasser raus, dann sieht das richtig schön aus. Ich habe sie nur tief gestellt, die stehen beide auf 90 cm, weil ich nicht wollte, dass sie so hoch rauskommen. Und sie haben auch immer nur wenig Blüten, aber Sie sehen, dass sie sehr viele Blätter bilden. Das liegt daran, dass sie mehr Stickstoff aufnehmen und damit mehr in die Mastigkeit gehen, würden sie weniger Stickstoff aus dem Wasser rausziehen. Hätten Sie auch ein paar Blüten mehr. Das ist eine Auswahl. Möglicherweise kennen Sie die auch alle. Bis hierhin, der Igelkolben ist eher schon etwas mehr für das Auge. Ist immer noch eine stark zählende Pflanze, kann durchaus bis 30 cm Tiefe sitzen. Sieht sehr schick aus, wenn er aus seiner Blüte rausgeht. Dann sieht er aus wie eine Kastanie mit ganz kompletten Stacheln. Deshalb Igelkolben. Ist eine wirklich interessante Pflanze und in der Blüte auch sehr schön. Der Fieberklee legt sich vom Rand, also von eher flachen Zonen, auf das Wasser rauf. Und der Vorteil ist, wenn er einen Meter lang in das Wasser reingegangen ist, kann man ihn noch gut schneiden. Er bildet nämlich sehr viele Luftwurzeln. Und diese Luftwurzeln, die sollte man auch so lange wie möglich lassen, weil die filtern das Sediment aus dem Wasser raus. Da wird filtriert. Also die haben eine gewisse Funktion. Man muss es eben nur dulden, dass da so weiße Wurzeln rumhängen. Eine der schönsten nordamerikanischen Pflanzen für den Bereich feucht und 30 cm ist die Goldkeule. Setzen Sie sie flach, kommt sie aus dem Wasser raus und zeigt Ihnen auf ungefähr 20 cm Höhe das, was sie da zeigt. Setzen Sie sie tief, so wie ich sie habe, dann bleibt das eigentlich alles eher unten. Bei flacher Stellung geht sie hoch, kommt sie 30 cm so in diesem Aussehen aus dem Wasser. Sehr schön und empfehlenswert. Sie sollten immer darauf achten, dass Sie horstbildende Pflanzen in den Teich setzen. Einige Pflanzen bilden auch Rhizome, aber nicht so die Röhrichte. Also wenn es geht, auf Schilf und solche Dinge verzichten, weil die gehen überall hin und machen das Restliche, die restlichen Bestände, können sie vereinnahmen und es kann passieren, dass durch die Rhizome der Rest im nächsten Jahr nicht wiederkommt. Das kann passieren, muss nicht. Zu den Unterwasserpflanzen. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Unterwasserpflanzen einzusetzen, in einem Keuteich wird es ganz schwierig, dann müsste das außerhalb geschehen. Und wenn Sie keine Keu haben, können Sie es in jedem Fall machen. Die nehmen Ihnen wirklich alle Reste raus. Dafür wachsen sie auch fürchterlich stark. Es gibt Teiche, da müssen die 2-mal im Monat mit einer Schiebkarre 1000 Blatt rausnehmen. Aber der Hauptteich ist völlig frei. Das ist der Sinn, der Nutzen der Wasserpflanzen, dass sie tatsächlich die gesamten Stickstoffe, nehmen wir die erstmal so, die binden die an sich, der Teich hinten wird frei, aber vorne wachsen sie so. Oder wachsen in Masse. Hornblatt, Tausendblatt, das Frauenhaar, das haben wir gerade bei uns an dem kleinen Schaubecken. Das ist sehr schön, das kann man im Sommer auf die Terrasse in einer Wasserschale haben. Das ist grün, hat lange Ausläufer. Und oben am Ende, wie Frauen das Haar früher mit so einer Nadel gesteckt haben, ist so eine kleine Perle drauf. Und in der Vegetationsphase ist diese kleine Perle weiß.
außerhalb der Vegetationszeit muss sie, also wenn sie auf dem Tisch stehen hat, muss sie in das Wasser zurück, weil sie nur im Wasser und unter Wasser im Winter überleben kann. Das ist die Papageienfeder. Wie gesagt, die legt sich sehr weit auf das Wasser rauf. Sorgt eigentlich nur dafür, dass viel Sauerstoff reinkommt über die Luftwurzeln und seit das Wasser regelrecht durch. Voraussetzung ist, das Wasser wird bewegt und hier vorbeigeführt. Also es geht auch darum, wie die Strömung in einem Wasser ist. Schwimmen die oder müssen die gepflanzt werden? Die liegen fest am Rand, aber dann schwimmen sie rauf. Ja. Man kann sie auch einfach nur schwimmen lassen, aber dann treiben sie eigentlich überall hin. Das heißt, der Wind weht sie in alle Richtungen und vielleicht mögen sie gerade mal eine Richtung. Sie haben vorhin diesen Aufbau auf dem einen Teich gesehen mit den Kästen, erste und zweite Versions- oder erste Vegetationsperiode. Wichtig ist, da hinten darf das Wasser nicht stehen, wenn man das so macht, sondern das Wasser wird durch die Rohrführung so bewegt, dass es durch diese Pflanzen durch muss. Das ist wichtig. Ja. Jetzt geht es um Pflanzterrassen, wenn man also einen Teich anlegt. Sie haben hier, wenn Sie dieses Profil, dieses Stufenprofil wählen, dann haben Sie Möglichkeiten von feucht bis 60 cm Wassertiefe, auch Ihre Pflanzen unterschiedlich zu setzen, unterschiedlich zu gestalten. Hechtkraut zum Beispiel möchte 40 cm gerne haben. Zum Beispiel die Sumpfdotterblumen, egal in welcher Farbe, sie gibt es inzwischen auch in Weiß, nimmt gerne nur feucht oder bis 15 cm. Sie haben also Gestaltungsraum. Und Sie dürfen auch nicht nur, wenn Sie das neu machen, nicht nur eine Pflanzhöhe wählen im Teich, sondern unterschiedlich. Und wenn es auch noch geht, einen großen Bereich nach unten. Es gibt Pflanzen, die durchaus aus einem Meter nach oben kommen. Sie sind nur in den Fachhandelsbereichen nur nicht ständig verfügbar. Danach muss man fragen. Jetzt sehen Sie hier einen Teich, unbepflanzt. Vorher waren an den Rändern auch tatsächlich nur Steine drauf, so wie hier. Die Steine wurden alle weggenommen. Und auf diesen nackten Ufer, also Folienbereichen, da konnte man nicht wirklich pflanzen. Da nehmen wir Uferwanken, kaschieren also die gesamte schwarze Folie und das hat nicht nur den optischen Nutzen, sondern sie haben einen Schutz gegen Eisdruck, gegen mechanische Beschädigung und sie können darauf pflanzen. Diese Ufermatte wird dann mit einem Gemisch aus Sand, richtigem Bauersand meinetwegen, und Lehm eingerieben und dann kommt eine Saatmischung darauf und dann sehen Sie zwei, drei Jahre später diese Ufermatte überhaupt nicht mehr, die ist ganz weg. Diese Ufermatte, weil sie bewachsen ist. Wenn Sie jetzt alle eine komplette bestehende Anlage haben, sagen wir mal im Bereich von bis 50 Kubik, von 100 Liter oder 500 Liter Wasservolumen in einem Teich bis 50 Kubik und Sie sagen sich, Mensch, ich habe jetzt keinen Platz mehr, um einen Pflanzenfilter zu realisieren. Das können Sie, das kann man auch sehr einfach, das kann man auch alles selbst machen. Da ist der Teich irgendwo, nicht in der tiefsten Stelle, sondern irgendwo in der Mitte, haben Sie Ihre Pumpe, Sie haben einen Teichfilter. Und dann können Sie heutzutage möglicherweise immer noch Baumarktkübel aus dem Baumarkt kaufen, obwohl die immer so riechen und ich denke mal, da ist eine Chemie drin, die wir nicht so mögen. Aber GFK-Kübel wären besser. Man kann also 100 Liter Kübel nehmen, sie nach dem Filter, das kann auch ein Durchlauffilter sein, also nicht eine Druckanlage, kann man sie in unterschiedlichen Höhen setzen, sodass sie im Prinzip zwei Kaskaden bauen. Da drinnen ist in der Mitte ein Rohr, dann füllen Sie das mit Steinmaterial an. Überwiegend gut wäre das mit Lavamaterial, weil Sie dort eine hohe Besiedlungsfläche für Bakterien haben. Oben rauf kommen die Pflanzen und Sie haben einen Einlauf und Sie sehen hier unten aus der Tiefe einen Rücklauf. Und das können Sie unendlich wiederholen und Sie haben das bepflanzt. So kann man das machen, wenn man keine anderen Möglichkeiten mehr sieht oder die Erde nicht komplett, den ganzen Teich nochmal komplett gestalten möchte. Das ist eine Arbeit, natürlich eine zeitlich aufwendige Geschichte, das ist keine Frage, aber im Materialwert sind Sie hier etwa bei 200 Euro, egal wie Sie es machen, und haben einen Nutzen, der unglaublich ist. Dieses Rohr in der Mitte, an dem die Steinmaterialien aufgefüllt sind und unten zwei Bodenausschnitte hat, dient Ihrer besseren Reinigung, denn irgendwann müssen Sie das Bodensediment aus diesen Tonnen ja rausnehmen. Da kommt ja zwangsläufig Sediment rein. Um jetzt zu verhindern, dass Sie immer wieder das Steinmaterial und alle Pflanzen wieder rausnehmen, ist in der Mitte ein Rohr. Da können Sie mit einem Sauger reingehen und dann zieht das Wasser von oben mit reißender Geschwindigkeit durch und Sie haben das ganze Sediment und Sie reinigen es. Ja, also man kann das sehr einfach machen, sehr wenig Aufwand, kostengünstig.
wenn Sie pflanzen möchten, und häufig finden Sie das in Fachzeitschriften oder Lehrbüchern, dann sieht das da so aus. Ich beginne mal da unten. Ich weiß nicht, warum Steine unten im Teich liegen. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, der jetzt Steine im Teich hat, aber die Frage ist immer, was machen die denn da? Häufig gibt es den Hinweis, das sind weiße Steine aus Carrara-Marmor, hat ganz viel Phosphat, treibt Algen. Und nach 3 Jahren sind die sowieso grün. Und im 4. Jahr ist so viel Sediment da drin, dass Sie die gar nicht mehr sehen. Also diese Kosten hätten Sie drin lassen können, gehen Sie nett essen. Machen Sie das nicht unbedingt. Wenn Sie die Seerose an die tiefste Stelle setzen, dann hat sie alles, was Kompost ist und also den Teich runterfällt, dann sammelt sich das da unten, dann wird sie mächtig und deckt den ganzen Teich zu. Seerosen gehören an die Ränder. Von da aus dürfen Sie sich ein bisschen auf das Wasser legen und beschatten nicht alles. Und Sie stehen nicht im vollen Kompost und treiben Nilpferdfutter hoch. Das sind die großen Blätter. Seerosen an den Rand. Und wenn Sie die in Pflanzkörben setzen, machen Sie einen Bandrand aus der Genossenschaft, das verrottet meistens nicht, dass Sie sie auch von 30, 40 bis auf Endtiefe 60 cm im Laufe der Zeit runtersetzen können, auf die richtige Tiefe. Denn wenn Sie eine Seerose sofort auf diese Etikettentiefe setzen, 60 bis 80, dann hat sie Riesenprobleme. Erstens, sie muss hoch, dafür braucht sie Energie, weil sie nur über die Blätter und ihre Stängel den Sauerstoff nach unten ziehen kann und sie wird in dem Jahr nicht blühen, oder sehr wahrscheinlich nicht. Deshalb setzen Sie sie flach und wenn sich die Stängel kräuseln, dann können Sie sie tiefer setzen, so lange, bis die Stängel wieder gerade stehen und die Blätter oben ruhig liegen. Das können Sie so lange machen, bis Sie Ihre Pflanzstufe von 60 cm erreicht haben. Die Seerosen haben eine einzigartige Regel für sich selbst entwickelt. Nach 7 bis 8 Blättern kommt eine Blüte. Wenn die kommt, stirbt das erste Blatt. Ungefähr so macht sie das. Pflanzen Sie nicht auf diese schrägen Stufen raus und schon gar nicht dort, wo die Neigungen der Pflanzstufen sind. Denn irgendwann kommen Sie in die Verlegenheit, in diesen Teich reingehen zu müssen, um irgendwas zu schneiden. Irgendwann ist das mal so. Und dann schneiden Sie eigentlich nichts. Oder Sie brauchen immer ganz viele Menschen, die Sie oben halten und Sie schneiden unten was und haben zufällig noch eine Gartenschere genommen, die ein bisschen Öl dran hat und dann haben Sie noch mehr Probleme. Also bitte, die Neigung nicht. Das hier ist ganz gut, das ist die erste Pflanzstufe, die sollte eine Breite von mindestens 30 cm haben, damit Sie mit beiden Füßen sicher auf dieser Pflanzstufe stehen können und nicht zu den Seiten runterrutschen. Zum Umfeld müssen Sie beachten, mit dem roten Strich dargestellt, dass Sie die Folie am Gartenrand auch nochmal locker 3 bis 5 cm hochziehen, damit Sie auch ganz sicher eine Saugsperre haben. Denn Gras, was darüber wächst, zieht Ihnen den Teich ziemlich weit leer. Wasser kann locker statisch bis 20 cm hochsteigen, erst dann fällt es wieder runter. Und wenn auch noch Gewächse in den Teich reingehen, dann zieht Ihnen das Wasser daraus. Wenn Ufermatten verarbeitet werden, dann sieht das ungefähr so aus. Die Übergänge, wenn man das dann so macht, sollten immer aus den Sichtseiten so sein, dass man von der Sichtseite weg überlappt, sonst guckt man immer in diese dunklen Kanäle rein. Und wenn man sie dann verlegt hat mit so einer 3 bis 5 cm Überlappung, nimmt man sich einen Heißluftföhn. Voraussetzung ist kein Wasser im Teich. Dann kann man sie mit Heißluft schnell miteinander verbinden. Das ist meistens irgendwie Kunststoffmaterial mit in der Vernasung dabei. Dann haben Sie alles fest verlegt. Fixiert werden die übrigens mit wassergeeigneten Teppich-Doppelklebebändern. Hält für immer, macht keine Probleme. So, wenn Sie jetzt sagen, das ist schön, was er da sagt, sieht aber nicht gut aus, das ist im 2. Jahr. Dann sieht man das alles nicht mehr. Alle Pflanzen mögen einen vollsonnigen, das ist der liebste, aber halbschattiger Standort reicht. Einige meiner Pflanzen stehen noch im Schatten. Sie vertragen das und wenn sie dann nicht mehr wollen, dann merkt man das, dann muss man diese Pflanze woanders positionieren. Pflanzen haben einen gewissen Toleranzbereich, wenn es um die Pflanztiefe geht. Sie können davon ausgehen, dass Sie jede Pflanze, beinahe jede Pflanze, 5 bis 10 cm tiefer setzen können, als auf den Etiketten angegeben. Vor allem die dickfleischigen Pflanzen, die vertragen das problemlos. Wenn Sie frei in den Teich hineinpflanzen, also ohne Körbe, dann bedeutet das nicht, wenn Sie jetzt im Mai diese Pflanze hier hingesetzt haben, dann wird das nächstes Jahr im Mai auch genau wieder da erscheint. Trotz aller Bemühungen ihrerseits mochte sie diesen Platz nun eben doch nicht und hat sich entschieden, mit ihren kleinen Ausläufern mal weiterzugehen und kommt ganz da hinten wieder hoch. Und manche, wie zum Beispiel das krautblättrige Pfeilkraut, die haben so kleine Knollen.
Und wenn die Fische die erwischen, vor allem die Keulen, sie transportieren die ganz woanders hin, dann kommt das Feinkraut nicht mehr da, sondern ganz da hinten zum Vorschein. Ist übrigens nett, jedes Jahr eine Überraschung. Das ist Natur. Richtig. Jetzt habe ich mal das Pflanzsubstrat mitgebracht. Das da oben ist tatsächlich aus meinem Baustoffantlitsch, meine Vene, Estrichkies in der Körnung 0 bis 8. Reiner Sand mit Steinen. Die Steine deshalb ganz bewusst, weil sich, wenn Sie einen normalen Mauer- oder Pflastersand oder Spielgartensand nehmen, das Zeug ist so matschig, da ist jeder Lufteinschluss weg und das fault sofort. Oder schnell. Deshalb Steine, da gibt es keine Lufteinschlüsse, sodass wenigstens in der ersten 1 cm Schicht immer noch Sauerstoff ist. Für all die kleinen Lebewesen, die dort ihre Arbeit beginnen wollen. Das hier ist tatsächlich hellbrauner Lehm. Im Verhältnis 1:6 mische ich das. Das hier ist ein mineralisches, also ein Steingemisch, das wurde gemahlen. Das kann man auch noch nehmen, weil es an Stickstoff und Phosphat arm ist. Wir haben eine Situation vor 5 Jahren gehabt, da kam jemand her und hat sich eine ganz hochwertige Filteranlage gekauft für einen 5-Kubik-Teich. Was ich aber nicht wusste an dem Tag, er hat sich auch 25 Kilo Teicherde mitgenommen. 25 Kilo für 5000 Liter Wasser. Nach 14 Tagen gab es bei uns im Unternehmen ganz heftige Diskussion. Die Filteranlage taugt nichts und wir haben nur Unsinn erzählt, der Teich ist total dunkel. Als ich dann nachfragte, was haben Sie denn da eigentlich reingepackt, und ich dann erfuhr, dass er 25 Kilogramm Stickstoff im Prinzip auf den Boden gebracht hat, war meine Ratung auch der, nehmen Sie das alles wieder raus, hören Sie mit diesem Unsinn auf und nehmen Sie etwas ganz anderes. Bei uns im Unternehmen wird so etwas nicht mehr verkauft. Weil das reizt den Markt. Teiche sind ein Markt, das muss man wissen. Da kann man auch niemandem was Falsches erzählen. Es gibt ein Produkt für das andere Produkt und wenn das nicht hilft, dann nehmen Sie das. Und am Ende wissen Sie gar nicht mehr, was Sie im Wasser wirklich drin haben. Deshalb empfehle ich immer, bleiben Sie so nah wie möglich an der Natur und greifen Sie da nur so wenig wie möglich ein. Die machen das schon, all die Lebewesen. Bei den großen Seerosen, bei ganz großen, dickfleischigen Pflanzen, kann es im Laufe der Zeit passieren, dass sie keine Nahrung mehr haben. Dann muss man wirklich große Seerosen, also Seerosen sollte man bitte auch in Körben pflanzen, dann muss man sie mal rausholen, so im 3., 4. Jahr vielleicht, wenn sie gar nicht mehr blühen wollen. Und dann gibt es Osmosedünger, das sind so Kugeln. Sobald die mit Wasser in Berührung kommen, lassen die auch von der Temperatur abhängig, in Abhängigkeit zur Temperatur, ihren Dünger freien. Die werden den Seerosen unter die Rhizome gedrückt. Eine reicht im Regelfall. Und der Dünger fließt ganz langsam, sodass sie dadurch keinen Treibstoff für Algen bilden. Aber die Seerose muss ja auch mal irgendwann wieder umgehen. Also generell gilt, dass Sie nährstoffarme Substrate wählen müssen. Ja. Wenn Sie sich für Pflanzen, also wenn Sie Pflanzen kaufen, Sie haben die in diesen Anzuchtcontainern. Da sind die eingesetzt in wirklich kräftiger Gartenerde oder Pflanzerde. Der Regelfall ist, wenn Sie die öffnen, dann finden Sie Blaukorndünger. Diese Pflanzen müssen ja angezogen werden. Da müssen Sie raus. Zum einen, wenn Sie die drinnen lassen würden, dann ist das so, als würden wir unseren Schuh mit Plastiktüten einengen. Dann kriegt er nie mehr Luft und die Wurzel erstickt. Die muss da raus. Dann sollte man einen Pflanzkorb nehmen, das sind diese Gitterkörbe. Und wenn man also diese Pflanze nun aus ihrem Anzuchtcontainer rausgenommen hat und sie mehr oder weniger wurzelnackt macht, kann man unten die Wurzel noch ein bisschen abschneiden. Dann setzt man sie in den Korb rein und nimmt das Pflanzsubstrat schön an die Seiten drumherum. Ich habe dort, und das ist mein Tipp, eine Zeitung, eine Seite einer Zeitung einfach reingedrückt und schneide und rupfe die Ränder ab. Der Effekt ist der, wenn ich das nicht machen würde und ich setze die Pflanze mit ihrem Substrat so ins Wasser, dann kommt das Wasser in die mit Sauerstoff durchsetzten Schichten, also mit Luft, und quillt mir das ganze Pflanzsubstrat in den Teich hinab. Wenn ich das so mache, passiert da gar nichts. Dann bleibt das Pflanzsubstrat genau da, wo es bleiben muss. Ich traue den Herstellern von Zeitungspapieren, weil sie sagen, das ist ökologisch. Nach einem Vierteljahr bis 4 Monaten finden Sie die Zeitung nicht mehr. Wenn Sie einen Keulenbestand haben, können Sie davon ausgehen, dass die Seiten, soweit es eben geht und soweit das Maul saugen kann, dann haben Sie da auch kein Substrat mehr. Dann bilden die Pflanzen ihre Wurzeln nach außen aus und suchen.
Und dann ist genau der richtige Zeitpunkt, da zu sagen, ich habe genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Jetzt sind die Pflanzen darauf angewiesen, ihre Nährstoffe wirklich aus dem Teich rauszuholen. Und das klappt immer ganz gut. In der Anwachsphase lege ich zum Beispiel dort oben Steine drauf. Dass, wenn man Keubestände hat, dass sie nicht von oben daran können, sondern dass sie spielen können und von den Seiten daran gehen. Das machen wir auch dann, wenn wir Teiche sanieren und normale Pflanzen ohne Körbe auf die Uferwand stellen. Kommen, kriegen die so ein 5 cm hohes Pflanzsubstrat, aus dem, was ich da gerade beschrieben habe. Dann kommt zur Fixierung, damit der Wind sie nicht umkippen kann, Steine drauf. Die können nach 4 Monaten weggenommen werden. Die Pflanzen sind dann in der Ufermatte mit ihrem Wurzelwerk so verankert, dass sie die Pflanze so nicht mehr wegkriegen. Die sitzt da drin. Anfangen ganz zu verrotten. Kann, muss nicht. Das kann man selbstverständlich machen. Es gibt heute eine. Bitte? Nein, das nicht. Nein, auf keinen Fall. Aber wenn Sie dann anfangen, in die Verrottung zu gehen, dann kann es gelegentlich sehr unansehnlich aussehen. Und auf diesem Markt gibt es sehr viel. Es gibt so 2 cm hohe, ja, so metallische Gewebematten. Da muss man genau darauf achten, ob man das wirklich so will. Wenn man das auf ungeschützte, also auf die nackte Folie drauflegt, dann muss man schon sehr vorsichtig damit arbeiten und später an diesen Stellen auch nicht auf das Pflanzsubstrat treten, weil ich der Meinung bin, es besteht eine Gefahr, immerhin durch kleinste Verletzung der Folie, dass doch mal ein Durchbruch kommt. Das kann so sein. Was Sie bei Bepflanzungen beachten sollen, wenn Sie in Ihrem Teich Wasserpflanzen haben, dass Sie im Sommer, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich habe es auch bewusst gemacht, nicht mit solchen hohen Wasserspiegeln arbeiten. Sie treiben damit das Kohlenstoffdioxid, also das CO2 aus dem Wasser. Und CO2 brauchen die Pflanzen für ihr Wachstum. Und CO2 löst sich im Gegensatz zu verfügbarem Sauerstoff 40 Mal schneller. Das heißt, irgendwann ist da nur noch ganz wenig CO2 und die Pflanzen können. Das zeigen sie in meteorologischen Wettern und ähnlichen Dingen. Also, und der Eintrag an Sauerstoff, von dem man immer sagt, da kommt ganz viel Sauerstoff rein, das bestätige ich so nicht. Weil Sauerstoff als Gas im Wasser sich nur dann gut entspannen kann, wenn er feinperlig kommt und nicht mit so großen Blubberblasen. Ja, mache ich hier jetzt was falsch, oder? Mache ich was falsch? Ja? Ich kann auch gehen. Okay. Okay. So ist das, wenn der Daumen nicht so groß ist. Seerosen, wie gesagt, sie fangen an zu vergilben, eine ganz normale Geschichte. Und diese Blätter, die jetzt in die Vergilbung gehen, da ist der Tipp, bevor sie Kompost im Teich werden können, gehen Sie ruhig mal eine halbe Stunde am Teich vorbei, knipsen Sie die mit einer langen Schere, die speziell dafür, die es dafür gibt, knipsen Sie sie raus und weg damit. Die Pflanze muss sich dann auch nicht mehr damit bemühen, das Ding in Kompost zu bringen. Soweit Sie das sehen können, in Richtung gezogen, können Sie runtergehen, ja. Denn das, also das Blatt ist nicht das Wichtigste, sondern Blatt und Stängel und von beidem möglichst viel. So, es gibt also wirklich jahreszeitliche Pflegearbeiten. Das ist ein Bauchgefühl, man weiß von der Zeit, wie man seinen Teich da in Richtung Pflanzenrichtung pflegen muss. Das ist ähnlich wie im Garten, so besonders anders ist das nicht. Das ist ein Pflanzenfilter, in dem Pflanzen drin stehen, die aus 1,50 Meter Tiefe hochkommen und unten runter. Auf dem Boden dieses Teiches wächst ein Unterwassergras, sodass also auch noch in der tiefsten Tiefe dieses Teiches alles abgefangen wird, was aus dem Hauptteich rauskommt. Dieser Teich arbeitet dann, der hat 30 Kubikmeter Wasser, der arbeitet mit einer 75 Watt Schwerkraftpumpe zum Hauptteich hin, der hat 200 Kubikmeter Wasser. Dieser Teich, dieser Pflanzenfilter, hat 5 verschiedene Terrassen mit unterschiedlichen Höhen und da sind auch unterschiedliche Pflanzen. Aus den Teichen, wir sehen das bei den Wasseranalysen gerade, über das Jahr. Sie haben ja etwas, was eingetragen wird, das sind die Tiere, die da drin wohnen, Stuhl, also alle Ausscheidungen, die da reinkommen. Auch bei Fischen und Amphibien fallen Schuppen ab, ähnlich wie bei uns. Also es gibt eine Menge Eintrag. Es gibt auch eine Menge Eintrag aus der Luft und aus dem Wasser sowieso, Pflanzenreste und ähnliche Dinge. Und es gibt auch jemanden, der etwas verbraucht. Das sind auch wieder
alle Lebewesen im Teich und es gibt welche, die etwas umsetzen. Das sind die anderen Lebewesen. Was in den Teichen immer wieder fehlt, ist Calcium, Magnesium, also Calciumhydrogen, Carbonat. Das heißt, etwas zum Aufbau von Gewebe, Knochen und anderen Dingen im Fleisch. Wenn Sie Ihre Wasserprobe einmal für sich zu Hause machen, dann achten Sie bitte darauf, dass die Carbonaterte, das Salz der Kohlensäure, mindestens den Wert von 5 erreicht. 4 ist die Grenze. Wenn Sie mit diesem Wert sehr tief arbeiten, dann wird der pH-Wert, also das Säure-Basen-Verhältnis Ihres Teichwassers, nicht vernünftig gepuffert. Und der pH-Wert kann über den Tag, auch mit Sonneneinwirkung vor allem im Sommer, so stark schwanken, dass er den Lebewesen Schaden zufügt. Und alles, was unter 6 geht, kann gefährlich werden. Alles, was über 9 geht, wird ebenso gefährlich, weil es ätzend ist. Man muss also letztendlich den Mineralhaushalt des Teiches mal in das Auge nehmen, auch wenn das jahrelang immer alles gut gegangen ist, selbstverständlich. Aber wir haben auch ebenso viele Menschen in unserer Nähe, die kommen und sagen, ja, 10 Jahre lang ging alles gut und jetzt ist das inzwischen alle gestorben. Und wir haben immer wieder den pH-Wert und die Carbonatwerte. Dass das so abgesagt ist, dass es bei dem pH-Wert zum Beispiel, und das jetzt nicht so ins Detail zu führen, zu einem Säureschock kommen kann und dann verätzen die Kiemen. Also Beispiel. Dann ist wohl die ganz interessante Frage, wie kommt Farbe in das Wasser? Zum einen arbeiten die Pflanzen über die Photosynthese, also über Licht und viele andere Ketten, die im Wasser ablaufen, und ernähren sich. So wie sie sich ernähren und etwas aufnehmen, spalten sie auch etwas ab. Und das ist nicht immer nur Kompost, sondern das ist das Chlorophyll. Das geht über einen bestimmten Zellaufbau, wird das wieder in das Wasser abgegeben. Und dieses Chlorophyll hat im Übrigen also die Wirkung, das Wasser leicht grünlich erscheinen zu lassen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn Sie Huminstoffe im Wasser haben, wenn also zu viele Pflanzenreste am Boden liegen und sich ähnlich so in der Verlangung verhalten wie Moore, das passiert in kleinen Teichen sehr schnell, dann kommt dazu auch noch eine Dunkelfärbung. Dunkel bis Bernsteinfarben. Und wenn Sie diese beiden Farbaspekte zusammennehmen, dann haben Sie so ein schick bernsteinfarbenes Wasser. Ich persönlich mag das sehr. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich möchte ein klares Wasser haben. Ein klares Wasser ist erstens kein Merkmal für die Qualität des Wassers und zweitens auch nicht immer unbedingt so wünschenswert. Weil wenn das Wasser eine andere Färbung hat, dann haben Algen, die ein bestimmtes Spektrum, ein Lichtspektrum brauchen, auch nicht so hohe Chancen. Das dritte ist, das passiert häufig im Frühjahr, dass da Menschen kommen und sagen, mein Teich ist dunkel bis beinahe schwarz. Hat sich dieser Teich gedreht. Da war keiner, der den so umgedreht hat, sondern das Wasser dreht sich von alleine. Und Sie wissen, wodurch das geschieht. Das geschieht durch warme und kalte Wasserschichten. Das Warme wird hoch, das Kalte muss runter, wenn es schwerer ist. Und dann rollt das so und dann dreht sich das. Und wenn es sich dreht, kommt unten vom Boden leichtes Sediment mit, ein sauerstoffarmer Bereich, und dann sieht das Wasser so aus. Dagegen können Sie übrigens gar nichts tun. Wenn das in Ihrem Teich mal so kommen sollte, den meisten geschieht das nämlich, dann machen Sie nichts. Warten Sie das ab, der Wind geht weg, das setzt sich alles wieder. Die Nordsee tauscht sich mit dem Atlantik in ungefähr 30 Jahren einmal aus in Ihrem kleinen Teich, und im großen Teich passiert das häufiger. Deshalb ist es auch gut, wenn Ihr Teich die Wasseroberfläche auch gelegt, also wenn man einen Teich so anlegt, dass er auch ausreichend Wind bekommt. Das meine ich wirklich so. Ein bewegtes Wasser hat viele Vorteile. Wenn es um die Kammhautbildung geht, dann haben Sie da oben nicht so viele Bakterien drauf. Das nächste ist, wenn zu wenig Sauerstoff im Wasser sein sollte, dann kann durch Windbewegung Sauerstoff aufgenommen werden, was bei normaler Sauerstoffanreicherung nicht geschieht. Ja, und dann das beliebte Spiel, wenn zu viele Algen im Wasser sind, die müssen wirklich Überhand nehmen, dann kann man Schwierigkeiten kriegen mit dem Säure-Basen-Verhältnis und dem pH-Wert. Auf der einen Seite geben sie zwar auch Sauerstoff wie alle Pflanzen und Lebewesen in den Teich rein, aber in der Nacht zerren sie umso stärker wieder raus. Und weil sie so zerren, verändert sich das Kohlenstoffgleichgewicht und dann kann es sein, dass der pH-Wert wirklich nach unten rauscht. Noch einmal, wenn sie Koi haben, die sind dann besonders empfindlich, dann kommt das über das Nitrit, verändern sich die Kiemen, sie können nicht genügend Sauerstoff aufnehmen. Das möchte ich mal so vereinfacht darstellen. Ich bin jetzt nicht auf dem anderen Dorf gewesen. Das tut mir wirklich leid. Okay. Ja, ein Teich, auch mit Bepflanzung,
oder wie auch immer ist. Wasser im Garten oder in der Nähe von Menschen halte ich für sehr, sehr wichtig, für sehr schön. Und Sie werden immer wieder erleben, dass wenn Sie Gäste haben, Freunde, Bekannte, und wenn der Sommer da ist oder das Frühjahr, die werden mit Ihnen immer wieder gern dorthin gehen. Wenn Sie Fische sehen, wenn das Wasser ein bisschen plätschert, wenn die Libellen da rumfliegen, wenn Sie Ihren Kindern und Enkelkindern erklären können, wie gerade nach 2 oder 4 Jahren eine Libelle aus dem Wasser kommt und sich häutet, Flügel trocknen lässt und losgeht, dann ist das eine wunderschöne Sache, aber ausdrücklich und auch in jedem Fall mit Wasserpflanzen. Ja, und das war das Wichtigste. Wenn Sie das Wort Arbeit am Teich gegen den Begriff Entspannung ersetzen, dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Und noch ein Rat, eine Empfehlung. Wenn Sie in Ihrem Teich arbeiten wollen, also etwas tun, so, dann lassen Sie sich auch wirklich durch nichts stören. Und wenn es irgendwie geht, diese Klingelkästen weg, weil dann haben Sie wirklich, dann ist der Kopf frei und Sie sind nur in Ihrem Wasser und nur bei den Fischen und Pflanzen, bei allem, was Ihnen ausmacht. Und dann ist das nett. Ich hoffe, dass ich Sie nicht so sehr ermüdet habe. Wenn Sie noch Fragen haben, dann jetzt. Ansonsten finden Sie mich auf unserem Stand. Vielen Dank auch an Sie, dass ich hier bin, mit dem großen Daumen. Dankeschön. Schönen Tag noch.